Und das ist sozusagen Ihr erster Fall. Helmut Kampeiner, geborener Greins Eder. Blöderweise ist er praktisch schon abgeschlossen, ein typischer Jagdunfall, aber Sie können ja unsere Vernehmungsprotokolle studieren, wie man sowas macht. Das ist die Tatortskizze. Von mir persönlich. Ja, laut unserem Labor wurde der Schuss aus dem Gewehr des 72-jährigen Jagdgehilfen Franz Sonnleitner abgefeuert, der neben Karl Kampeiner postiert war. Hier ist auch die Legende, das hier sind die Gämsen. Danke. Und? Hat er schon gestanden? Der Mann ist ein versoffener Volltrottel. Das heißt, er hat noch nicht gestanden. Die Kugel stammt aus seinem Gewehr. Haben Sie den Schusskanal überprüft? Den was bitte? Na, den Schusskanal, also Länge, Richtung und Breite des Einschusses bis zum Sitz oder Austritt der Kugel. Sie brauchen mich nicht aufklären, was ein Schusskanal ist, mein Fräulein. Frau. Für mich und meinen Kollegen Sterntaler war das ein Unfall. Was schwebt Ihnen denn vor? Der Karl Kampeiner lässt seinen Adoptivbruder umbringen von einem 72-jährigen Killer? Also wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es das. Wenn Anfänger Profis spielen wollen. Haben Sie schon eine Wohnung? Ich wohne in der... Ich bin auf der Suche. Dann kann ich Ihnen nur raten. Stecken Sie Ihre Kraft in eben diese. Danke, das ist alles. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die macht doch tatsächlich einen auf Alpen-Columbo. Besser gesagt Kolumbine. Nicht wahr, Sterndl? Herr Kampeiner? Mein Name ist Lisa Englisch und Marie Munzi. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Können Sie reden? Haben Sie gesehen, dass der Sonnleitner auf Sie geschossen hat? Können Sie mich hören, Herr Kampeiner? Die Sache hätte auch ins Herz gehen können. Naja, wir haben ja jedes Jahr etliche Fälle, wo Jägerkollegen für Wildschweine halten und einfach drauf losballern. Er redet nicht. Obwohl er bei Bewusstsein ist. Ja, der Mann hat ein handfestes traumatisches Erlebnis. Da reden manche monatelang kein Wort. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Erste, Herr Doktor. Im Moment, Sie können doch nicht die Röntgenbilder einfach mitnehmen. Die brauchen wir doch noch. Ich weiß. Ich bringe sie auch wieder zurück. Danke. Der Wagen von dem jungen Mann stand die ganze Nacht vor der Gendarmerie. Ach, die ganze Nacht? Feinstes Sodom und Gomorra. Ja, noch dazu eine Polizistin und in der Gendarmerie. Aber ich hab's gleich gesagt, wie ich sie das erste Mal gesehen hab. Mit ihrem kurzen Leiberl und dem Klumpert auf dem Lastwagen. Der steht die Sünde ins Gesicht geschrieben. Guten Tag. Ach, guten Tag. Ich bin immer noch ganz verwirrt. Das war eine Nacht. Er in Uniform und ich willenlos auf der Pritsche. Ich hätte gerne eine Putensalami-Semmel, bitte.
Kriminaldienst Außenstelle. Was eine Kripo-Außenstelle ist das jetzt hier. Schaut aber genauso aus wie vorher. Das hätte vielleicht einer zusammengebracht. Ich hole nur die Uniform, die muss dringend in die Reinigung. Guten Tag. Ja. Irgendwas stimmt mit dem Winkel nicht. Bitte? Hm. Nix. Ach, deswegen? Was? Auf einmal braucht man hier einen Computerfachmann. Das ist mein eigener. Und ich beschäftige mich halt gern damit. Privat und dienstlich. Und? Ja. Viel Spaß damit. Herr Aschenbrenner. Ich kann nichts dafür, dass Sie in Frühpension geschickt worden sind. Und mein Job ist ein anderer als Ihrer. Es war. Aber wie auch immer, ich lasse mich nicht behandeln wie eine ausrangierte Dampflokomotive. Ich war 30 Jahre hier auf diesem Posten. Davon 20 Jahre Postenkommandant. Herr Postenkommandant, würden Sie mit mir aufs Schneekugelkar fahren? Ich bin kein Bergführer. Ich meine dienstlich. Zum Ermitteln. Hören Sie zu, ich habe keine Dienstmarke mehr. Ist doch scheißegal. Ich brauche kein Mitleid. Das ist auch kein Mitleid. Ich kann das nicht alleine. Ich brauche Ihre Hilfe. Wobei? Das erzähle ich Ihnen im Auto. Wenn Sie mir ein bisschen was über die Campanas erzählen. Wann? Jetzt. Also gut. Aber nur als Privatmann. Okay. Na, die Campaner-Geschichte kennt jedes Kind bei uns. Nicht er, der Helmut Campaner, hat bereits als Baby seine Mutter verloren. Gewisse Heidi Greinzeder. Und ist dann vom alten Campaner damals adoptiert worden und ist bei den Campaners aufgewachsen. Hat sich aber nie fürs Hotel interessiert. Wollte immer nur Jäger werden. Wurde dann Jagdgehilfe, weil zum Jäger hat es nicht ganz gereicht. Und dann war er zeitlang überhaupt völlig verschwunden. Und vor 2 Jahren ist er wieder hier aufgetaucht und dann hat ihn sein Bruder, der Karl Campaner, sozusagen im Hotel engagiert und dort beschäftigt. Er wohnt nicht im Hotel, ist aber eigenartigerweise seit einigen Monaten mit der Eva Campaner, mit der Schwester von Karl, verbandelt. Was kein Mensch versteht, nicht? Sie ist eine junge, fesche Person und er, der Helmut. Na ja, gut, also, mein Gott, wo die Liebe hinfällt, nicht? Also, wenn die Skizze vom Sterngaller richtig ist, müsste das die Position sein, die der Helmut Campaner gehabt hat. Ja. Also der Höhenunterschied von unten nach oben beträgt 35 Meter. Und die Entfernung, aus der der Schuss gefallen ist, 100 Meter. Herr Aschenbrenner, Sie müssen noch ein Stückchen weiter raufgehen. Hören Sie zu, ich bin ja im Sternzeichen kein Steinbock. Bitte. Ja, okay. Das passt, danke. So. Das muss seine Position gewesen sein. Das heißt, hier sind der alte Sonnleitner, der Campaner und der Strobel gestanden. Da drüben auf dem Hang der Helmut. So, die Entfernung stimmt. Der Winkel stimmt nicht. Herr Aschenbrenner, der Winkel stimmt nicht. Der alte Sonnleitner kann nicht geschossen haben. Ja, vielleicht ist er woanders gestanden. Die Kugel ist auf der Herzseite von unten eingedrungen. Dann hat er sich vielleicht bewegt. So kann man sich nicht verrenken, dass der Winkel hier wieder stimmt.
Da ist was mega faul. Helmut Kampainer. Wir haben uns ein Vergleichsprojektil beschafft. Das Vergleichsprojektil weist dieselben Verfeuerungsspuren auf wie das Tatprojektil. Also? Die Kugel stammt einwandfrei aus dem Gewehr von dem Franz Sonnleitner, dem alten Jagdgehilfen. Na bitte. Ah, das kann schon sein, aber der Sonnleitner muss ganz woanders gestanden haben. Weiter unten nämlich. Was? Frau Kollegin, Karl Kampainer und sein Assistent haben zu Protokoll gegeben, dass der Sonnleitner neben ihm stand. Quod erat demonstrandum. Tja, Frau Kollegin. Leider, leider, sagt der Schneider. Ihr Computer in allen Ehren. Aber Sie sollten mal Ihr Programm überprüfen. Kennen Sie den Spruch, do not lean out the window? Dann wissen Sie ja, dass man da sehr leicht vom Gegenzug erfasst werden kann, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt. Denn sehr verehrtes Fräulein Kollegin Engel, nicht nur, dass Karl Kampainer einer der angesehensten Männer Mondsees ist, es geht auch um meine Abteilung. Sie machen uns und sich mit ihrer Verbohrtheit lächerlich. Oder glauben Sie, Sie haben das zweite Gesicht? Vielleicht? Es kann nicht sein, dass sie jemand anderem mit ihrem Gewehr geschossen hat. Mhm. Aus Verwechslung vielleicht? Ausgeschlossen. Ich kenne doch mein Gewehr. Da kenne ich jeden Schweißflecken, jeden Kratzer kenne ich. Außerdem ist ja mein Name eingraviert. Auf dem Kolben, da. F.S. Hätten Sie vielleicht ein Bier da? Ein Bier? Ja. Nein. Nein, war nur ein Scherz. Und Sie sind neben Ihrem Chef gestanden, dem Karl Kampainer. Und neben seinem Assistenten, den Strobel. Ja. Das kann aber nicht sein, Herr Sonnleitner. Sie müssen woanders gestanden sein. Weiter unten. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Sagen Sie, kann es sein, dass Karl Kampainer Ihnen Geld geboten hat dafür, dass Sie die Unwahrheit sagen? Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Was für eine Unwahrheit, was für Geld. Ich war neben dem Chef oben auf dem Sattel. Gucken Sie fix noch mal, ich habe nicht auf den Helmut geschossen. Würden Sie das vor Gericht beschwören? Das brauche ich nicht zu beschwören. Das war so. Und ich gehe jetzt. Das Gewehr bleibt da. Sie dürfen gehen. Guten Tag, grüß Gott. Guten Tag. Dallinger, mein Name. Ich habe gehört, Sie suchen eine Wohnung. Ja. Haben Sie eine für mich? Hätte ich schon. Drei Zimmer, Küche, Bad, Gartenanteil. Das hört sich gut an. Ja, und äußerst preisgünstig. Und für Sie könnte es sogar noch preisgünstiger sein. Kriege ich Polizistenrabatt, oder was? Naja, Sie verstehen. Ich meine, wie man so hört, sind Sie ja keine Kostverächterin. Und wir hätten es sicher ganz lustig. Schleichen Sie sich. Schauen Sie, es war doch nur ein Vorschlag. Und so viel verdienen Polizistinnen ja auch wieder nicht. Raus! Raus! Aber eins sage ich Ihnen gleich. Ihre Wohnung, die können Sie sich in die Haare schmieren. Sie Trampel, Sie Deppel da. Wichser. Was ist denn da los? Nix. Das galt nicht Ihnen. Ich bin aber beruhigt.